Espero que las bisagras no se oxiden hasta que vuelva. Mesquite. Allí me gané mi primer dólar. Me lo gasté todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. Obersturmbannführer von Schachs ist hier. Hören Sie gut zu, Schrader. So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. General Strasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte?
Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist der Wein, Helga. Oh ja, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Ihr Schatz. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Porque, mi querido, incompetente Schreiner. No es un camarero. Es un espía. ¿De verdad creen que me impresionaría su atroz alemán? ¡Y ahora deme la carpeta! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Polvoriento. ¿Qué secretos busca Helga?
Kessler, ¿puede oírme? Helga se ha ido. Se ha llevado la carpeta. Voy a volver al cobertizo. ¿Me recibe? Adelante, Kessler. ¿Me recibe? Malditos chismes.
¡Pipa! ¡Detrás de ti!
¿Puede oírme? Kessler, escuche. Helga se ha ido. Se ha llevado la carpeta. Está buscando algo debajo de las ruinas de la iglesia. Debe de ser lo que causó el follón. Dígame, ¿dónde está? No lo sé. Hola.
Ich muss sie finden. Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Das ist nur so ein Gefühl. Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken. Die ganze Zeit. Dann werde ich für sie beten, dass sie dich wiederfindet. Porque están mal. La cabeza, supongo. He matado a uno de ellos, ¿lo vio, señor BJ? Bien por ti, chica. Ya he estado aquí antes.
La semana después de Weihnachten, mi amiga me hizo colarme aquí para que pudiéramos buscar del fantasma de la casa de baños. La calefacción estaba apagada por las bombas. La piscina helada. Bailamos al ritmo del gramófono de Ger Obermann. Y recuerdo reírme y congelarme y tener miedo de que alguien nos pillara y me apartaran de ella. Hice una promesa. Pasara lo que pasara, hallaría el modo de volver con ella. No puedes ir sola. No con esos monstruos de ahí fuera. Si no voy, me da igual que esos monstruos me hagan trizas. Subiré por ese agujero y me ayudará. Sé que lo hará, señor BJ. Toma. Escucha, puedo ir contigo. No sea tonto. Vaya a detener a Helga. Tendré cuidado.